Herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Kontraband Police mit eurem Gandalf und Grenzer Bernd. So, heute ist es soweit, ihr unerwünschte Berufe. Künstler, Lehrer, Journalisten und jeder muss eine gültige Arbeitserlaubnis haben. Die Fahrzeuge müssen wir auch noch kontrollieren. Technische Inspektion. Okay. Also dann los geht's, Licht an. Willkommen in meinem schönen faschistischen Land. Wenn du... Steig erstmal aus. Ne? Wenn du Künstler bist oder Journalist, dann verbreitest du hier sinnlose westliche Ideologien. Das möchte ich nicht. Papiere. Aha, dankeschön. So, Gesicht. Stimmt. Name. Stimmt. Passnummer. Stimmt nicht. Gültigkeit. Stimmt. Du bist Bauarbeiter, gültig bis 81. Ja, das passt nicht zueinander. Okay, das und das. Das passt wunderbar. Haben wir irgendwas mit einem Alter hier stehen? Erkai? Nein, der kommt als Rali. Zulangsnummer 84B. Aha. Dann gucken wir uns mal die Reifen an. So, hier sehe ich nichts. Am Himmel ist auch nichts. Was hat er gesagt? Ich habe es nicht gehört. So. Da ist alles schön. Mach das Licht mal an. Würde gerne sehen, ob das funktioniert. Die funktionieren. Gut, dann müssen wir ja noch die technische Inspektion machen. Kontrollbericht. Kaputte Reifen, Autoscheibe, Scheinwerfer, Spiegel, Stoßstange. Spiegel sind beide jedenfalls dran. Stoßstangen hat er beide. Reifen sind alle heil. Ja. Schlangensymbole haben wir nicht gesehen. Hier ist alles soweit safe. Und hier ist auch alles safe. Ja, mein Freund, steck das mal wieder ein. Du kannst dich schon mal vorbereiten, rumzudrehen. Hm? Du kommst nämlich hier nicht rein. Also, schauen wir uns nochmal an. Passnummer stimmt nicht. Der Rest stimmt. Deswegen aussteigen. Hm? Wieder einsteigen. Das kann ich den ganzen Tag machen, mein Freund. Aussteigen. Wieder einsteigen. Okay. Was beiseite. Kommst du nicht rein. Atayo. Doch, ist es. Für jetzt gerade eben ist es das. So, nächste. Ich freue mich auf den nächsten. Kommen Sie. Ich bin schon ganz heiß. Lass es bitte ein Journalist sein. Hm? Oh, die Sau, wehrt euch! Gerechtfertigte Ablehnung. Okay, mach an, das Ding. Los. Los. Oh, es war nicht klar. Keine perfekte Inspektion. Ich verstehe es aber nicht, was genau hat denn jetzt gefehlt? Es gab kein Schmuggelgut. Ich weiß es nicht. Also ist manchmal, weiß ich nicht. Jetzt los, Bernd, jetzt schnapp ihn dir. Der hat deine Lieblingsschranke kaputt gefahren. Fahr ihn zu Klum. Pack ihnen Stücke. Ah. Solche Leute wollen wir nicht in unserem Land. Los, fahr daher. Mach die Sirene an, aber irgendwie, wie kann ich die Sirene anmachen? Ah, auf H. Ja, H-Taste. Kriege ich da, komme ich da hin? Ja, hier. So, mein Freund. Fahr ihn zu Klumpf. Fahr ihn kaputt. Der hat deine Schranke kaputt gemacht. Schon wieder jemand, der deine Schranke kaputt gemacht hat. Es hat sich noch nicht rumgesprochen im Ausland, dass wenn jemand meine Schranke kaputt fährt, dann... Ob bei so einer Verfolgungsjagd gibt es irgendwie nie Gegenverkehr, ne? Schon mal aufgefallen? Obwohl, es ist erst die zweite. Aber wir haben keinen Gegenverkehr. So, wir kürzen ab. Ja, wir kürzen ab. Kürzen ab. Kürzen ab. Aha. Das war so, das war saugut, aber nicht gut genug. So, rechts oder links, was macht er? Rechts. Okay, dann fahren wir hier vorbei.
und drängen ihn ab. Der Dumme. Jetzt haben wir ihn. Schreck schnell aus. Hahaha, oh, du kommst nie wieder raus aus meinem schönen 5 Sterne Steine Klopfenlager. Mach mal aus. Fahr ist gebannt. Alles ist im tiefgrünen Bereich. So, wo sind wir denn auf der Karte? Moment. Wir sind da drüben. Naja, im Grunde ist es eigentlich fast egal, wo wir langfahren. Wir wenden den Eimer. Was? Gasthaus zum betrunkenen Bären. Aha. So, okay. Na gut, wir haben 6 Minuten Zeit, um an die Grenze zurückzukehren. Gut. Machen wir das mal. 6 Minuten ist auch eine Menge Zeit. Den haben wir es gezeigt. Dieser Arsch. Einfach mal die Schranke kaputt zu fahren. Überfall! Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Wir verstecken uns nicht. Wir weichen aus. So, und den hier, Kopfschuss. Ja, ja. Hey, jetzt schießt er auf mein Auto. Ich krieg die Krise. Das ist der Kopfschuss weg. So, den haben wir. Warte mal, ich muss das Auto hier mal kurz als Deckung nutzen. Ich sage dir, ich bin sowieso noch voll auf Krawall gebürstet. Munition, sehr gut. Bin sowieso noch auf Krawall gebürstet, weil meine Lieblingsschranke kaputt ist. Ich muss mich nur kurz mit dem Looten beeilen, sonst bohren die ja weg. Wodka. Und hier drüben lag doch irgendwo einer. Hier liegt er. Hat es nicht anders verdient, der Knecht. Einmal frei. Nachladen. Einsteigen. Der versucht sich hier vorbei zu mogeln. Oder wie ist das? Motor starten und Attacke. Und was ist sein Plan? Straße verstopfen. Mhm. Und er will nicht über die Leiche fahren. So. Mhm. So, da hat man eine mäßige Kontrolle. Sie war nicht perfekt. Aber sie war mäßig. Und ich weiß immer noch nicht, warum sie nicht perfekt war. Dann haben wir den Typen verhaftet. Wir haben ein paar Typen, 4 Typen und einen Haufen geballert. Und ich wollte mal an dieses Auto schauen. Gibt es da was? Ich habe noch 5 Minuten, um zu meiner Lieblingsgrenze zu kommen. So, sieht man, findet man hier irgendwas? Ist hier irgendwie. Ist hier was? Das ist einfach nur ein ausgebranntes Fahrzeug. Okay. Das scheint nur ein ausgebranntes Fahrzeug zu sein. Naja, weiß man ja nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns an der Grenze. Bis gleich. Ah, Überfall, 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 wir werden überfallen, wir werden überfallen. Moment, ich muss hier schon wieder. Oh, Moment. Hinter dem Baum meines Vertrauens. So, dann schnappen wir uns den Gauner. Der ist zu weit weg, oder was? Schieß, Bern, schieß. Es werden ja immer mehr. Ein Kanonenfutter, Kopfschuss. Lacker der Skill. Kill is kill. Bam, bam. Bam, bam. Das läuft wie Spritzelbacken. Okay. Diese Typen, ich fasse es nicht. Wodka? Ich hätte gern eine neue Knarre. Oh, das, das. Oh, das. Und wo ist der andere? Hier ist er. Aber nicht in Ruhe zur Grenze fahren. Oh, jetzt müsste ich die Scheiße langsam mal wirklich verkaufen. Ne? Wo war das? An irgendeiner Bar konnte ich doch irgendwas verkaufen. Ne? An irgendeiner Bar. Alte Ruin, Gasthaus zum betrunkenen Bären. An irgendeiner Bar konnte ich was verkaufen. Gut, wenn wir einmal hier stehen. Das ist auch nur ein ausgebranntes Auto, okay? Hm. 2 Schießereien an einem Tag. Was für ein super Tag. Ich freue mich. Also, weiter geht's. Jetzt ist es ja aber nicht mehr weit bis zur Grenze, ne? War ich jetzt irgendwie nicht noch einen Schnitt machen.
Nee, ist er hier. Einmal links rum hier vorne und dann sind wir schon an der Lieblingsgrenze mit der kaputten Schranke. Dieser Arsch, den bringe ich persönlich ins Steine klopfen, gebe ihm einen Gummihammer und dann kann er mit seinem Gummihammer losprügeln auf die Steine und wehe, er schafft nicht die geforderte Norm. Dann kommt er ins finsterste Loch, ins aller finsterste Loch. So, okay, anhalten, wunderbar. So weit, so cool. Jetzt habe ich eine kaputte Schranke, ich drehe durch. Okay, was haben wir denn? Das war der Schmuggler mit dem schwarzen Fahrzeug. Alles klar, nächste. Muss ich ja mal das Licht anmachen. Ja, komm rein, Junge, ich bin richtig angepisst. Aber so richtig. So richtig, Tür auf, wie er sie zugemacht hat. Viere. Mir egal, wie freundlich du bist. Sag mal her, mach mal die Karte weg. Ja, das stimmt. Das stimmt. Passnummer stimmt. Gültigkeit stimmt. Und nur der Form halber. Das stimmt. 51 geboren, 81. Mit Jahren hatten wir nichts. Der kommt Königreich Erkai. Der könnte also was schmuggeln. Okay, die Reifen sind fein. Junger Mann, steigen Sie mal aus. Ich ziehe mal meine Gummihandschuhe auf und Sie lehnen sich mal leicht nach vorne und husten mal schnell. Hm? Husten. So. Also hier ist nichts dran, da ist nichts. Da sehe ich auch nichts. Fahrzeuge müssen wir kontrollieren. Scheinwerfer funktionieren. M, Y, R. Ne, 84 W. Aha. Die Reifen sind schick. Was ist das hier? Ne. Das ist alles fein. Und dann gucken wir uns den Spaß hier mal von drinnen an. Ne? Fahrzeughimmel ist auch safe. So, okay, schauen wir noch mal. Name hat ja gestimmt, ne? Name war fein, ja, bei dem war alles fein. Der hat keine Aufenthalt. Warte mal. Der kommt aus Königreich Erkai. Tourismus? Und jeder, der ins Land einreisen will? Braucht eine Arbeitserlaubnis, hat er nicht. Hat er einfach nicht. Dann steig mal ein, Meister. Ich mach hier schon mal auf, ne? Weil für dich ist hier Ende. Genau hier ist für dich Schluss. Mach's gut. Hm, doch, doch. Du hast keine Arbeitserlaubnis. Tschüss. Genau so läuft das hier. So, nächste. Könnte auch was geschmuggelt haben, aber ich habe erstmal nichts gefunden. Aber ohne Aufenthaltsgenehmigung kannst du vergessen, mein Freund. Also, nächste, Licht an. Der Fahrer war sauber. Aber. Aussteigen. Papiere. Manchmal ist es eben so, ne? Ja, der hat so eine Pornolippe über dem Balken, das passt. Ismail? Stimmt, er ist Journalist. Na, was bin ich froh. Guck mal, abgelehnt. So, Passnummer. Stimmt sowieso nicht. Gültig. Ist auch nicht. Und das stimmt auch nicht. Dann hat er Zeug mit. Ach, was ist mit dem letzten Fahrer, das interessiert. Das ist, ach... Das ist, glaube ich, so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. So, abladen. So, hier haben wir nichts. Da haben wir kein Schlangensymbol. Tür zu. An den Reifen. Der Reifen ist... Also der Reifen ist kaputt, würde ich sagen. Ne? Der ist mal so richtig... So richtig hinüber. So, Kontrollbericht. Kaputter Reifen. Da mindestens einen. Aber okay. Eins nach anderen. Das. So, haben wir hier irgendwelches Muggelzeugs? Reingucken. Er hat
Reinigungsmittel? Was? Reinigungsmittel? Da? Oder hat er irgendwo Reinigungsmittel? Oder habe ich es noch nicht gesehen? Nö, hat er nicht. Nö, also ich sehe kein Reinigungsmittel. Oder ist das hier drin? Nö, hat er einfach nicht. Ja, dann würde ich sagen, Frachtbrief. Das passt nicht. Er kommt aus Kackstam, aus Kackstadt. Gut, was haben wir denn noch alles? So, Reifen ist defekt, haben wir festgestellt. Sind sogar zwei Reifen defekt. Autoscheiben sind alle ganz. Zwei Rückspiegel hat er. Nummernschild hat er dran. WY irgendwas. 84 W irgendwas. Ist er nicht? Die Lichter sind alle. Die sind da. Stoßstange dran. Karosserie ist in Ordnung. Was war es noch? Fehlende Spiegel, Stoßstange, Karosserie, gesprungene Scheinwerfer, Autoscheibe. Ne? Aber stimmt sowieso alles nicht, also machen wir es kurz und knackig, einsteigen und ablehnen. Aber warum war der letzte? So, das nennt man Willkür, mein Freund. Einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen. Und ich kann das den ganzen Tag lang machen. Den ganzen verfickten Tag lang. Also, pass mal auf, ne? Wir, das passt sowieso nicht. Das hat man alles angekreuzt, dem. Und, ich verstand. Ich muss ja hier durch den Kollegen, ne, weil der nicht mitdenkt hier. Die Scheiße einzuräumen, ist doch wahr. Mann, alles muss man selber machen hier. Also, kurz und knackig, ne. Einfach, ne. Normaler. Weil das so ist. Hier, nächste. Mach schon mal das Licht an. Da, guck dir doch mal deine Reifen an, Junge. Ich möchte nicht, dass du mit so einem unsicheren Gefährten in meinem schönen Land rumfährst und meine Mitbürger gefährdest. Deswegen. Huch, wer bist du denn? Aber auch nicht perfekt. Mal hier, der kommt aus Ergheit. Du bist ganz schön Papiere. Mhm. Ja. Alkabak. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Er kommt aus Alkabak. Und das ist ein Tourist. Jeder Ausländer. Ach so, der ist nicht zum Arbeiten hier. Das ist ein Tourist. Verstanden. Nee, aber trotzdem. Hm? Schönes Auto, mein Freund. Wie kann denn jemand wie du sich das leisten? Das geht doch nur über illegale Dinge. So, hier ist nichts. Da hatten wir schon geschaut. Da ist nichts. Da ist auch nichts, oder? Ne, da ist auch nichts. 84 WY war es, ja. Das ist auch fein. Hier ist nichts. So, Königreich Erkai. Der kommt, Alkabak. Da ist klar. 84 W passt nicht. So, dann schauen wir uns mal an. Die Spiegel sind alle schön. Sprung in der Scheibe hat er nicht. Stoßstange vorne ist dran. Beide Lichter funktionieren, also beziehungsweise sind dran jedenfalls. Stoßstange hinten und das ist alles fein. Die Reifen sind alle in Ordnung. Ich meine, der ist in Ordnung, oder? Haben wir noch irgendwas übersehen? Technische Inspektion. Ihm passt alles, aber das ist doch viel zu glatt. Es ist doch viel zu glatt hier, die Scheiße. Bin überfordert. Was soll ich mit dir machen? Tourismus? Den lassen wir mal rein.
Ich hoffe, dass es gut geht. Ich habe immer noch nicht verdaut, warum der andere nicht einreisen durfte. Der ist Tourist, der will nicht arbeiten. Der hat... Es war alles schön, die Karre ist ganz, der hat nichts, kein Fracht oder sonst was, alles fein. Ha. Okay. Ruh dich lieber aus. Nee, können wir nicht. Wir müssen hier die Tür auf und zu machen. Wir nehmen das mal mit. Und das müssen wir doch irgendwo verkaufen können. Das müssen wir irgendwo verkaufen. An irgendeiner Bar konnten wir das verkaufen. So, hier. Komm mal mit zum Polizeiauto. Ist völlig im Archiquald aus allen Löchern. Hm, naja, ich. Das Problem ist. Naja. Das kann hier rüber. Das kann hier rüber. Das kann da mit rein. Und das kann auch mit rüber. Irgendwo konnte man doch die Scheiße verkaufen. So. Okay. Motor an. Licht an. Ja, und ja, Partymusik. So, in irgendeiner Bar konnte man doch dieses Zeugs verkaufen. Jetzt müssen wir mal gucken. Alte Ruinen, nein, Karat-Motel. Es kann ja nur das Gasthaus sein. Oder das Motel. Beides liegt mehr oder weniger auf dem Weg. Wir fahren mal zum Motel. Das ist ja hier ums Eck. Vielleicht können wir da den ganzen Alkohol und Zigaretten und was auch immer irgendwie verkaufen. Hm. Ui. Ja, der Ziegentransporter ist im Weg. Heck ja. Mann, ich bin dienstlich unterwegs. An der Kaffee halt, aber dienstlich. So, moin. Ich muss mal kurz hier, ne? Wer bist denn du, ey? Aha, du siehst verdächtig aus. So, wo geht's denn hier rein in den Laden? Ja, ja. Der muss da irgendwo ein Eingang sein. Hier. Nee. Geht's denn hier in dieses Motel, bitte? Huch! Ja, wenn das nicht so eine Verschwörerbande ist hier. Hier wohnen doch die richtigen Verbrecher. Warum geht das nicht auf? Muss ich das weghacken? Nee. Aber wie und wo geht's hier rein? Gar nicht? Na gut, dann müssen wir auf die Karte schauen. Wir sind hier. Dann wende ich jetzt, wir fahren erstmal zur Polizeistation. Das bringt mir auch nichts, muss ins Arbeitslager. Die Kollegen abgeben. Musik. Und los. Okay, dann sehen wir uns im Arbeitslager. Also, bis gleich. So, willkommen im Arbeitslager. So, den Kollegen hier kurz abgeben. Ich habe nur einen heute. Die Rest habe ich alle abgeknallt. Nice, zwei, siehst du? Die Rest habe ich alle abgeknallt. Mhm. So, Motor an. So, lass uns mal gucken. Genau. Das nächste Mal halten wir jetzt am Gasthof zum betrunkenen Bären und dann Polizeistation. Ne? Also, bis gleich. So, herzlich willkommen, Gasthaus zum betrunkenen Bären. War noch, glaube ich, auch noch nie. Ey. Will ich schon mal so parken, dass wir direkt wieder abhauen können. Und kann ich hier jetzt irgendwie Zigaretten, Wodka und Co. verkaufen? So, rein hier, moin moin. Na, also... Barkeeper, hallo. Ja, ich hab... Aber das kostet alles 80. Ich kann das nur für sehr, sehr wenig Geld verkaufen. Nee, dann muss ich das an der Grenze bei irgendjemandem verhökern. Das wird ja hier gar nichts. Ja, das ist, ja, nee. Das... Vielleicht will er hier irgendwie... Was ich Bürger? Macht nichts. Bürger, guten Tag. Ihr verschwört euch doch gerade, oder? Ja, weiß nicht. Okay.
Und dann muss ich das an der Grenze verticken. Da haben wir doch irgendwo was? Nee, Sägewerk war es nicht. Das Versteck war es auch nicht. Werkzeuge auch nicht. Friedhof auch nicht. Arbeitslager, Ruin. Motel ging es nicht rein. Aber haben die nicht im Tutorial gesagt, man könne irgendwo hinfahren? In irgendeine Bar? Egal. Nächster Stopp. Nächster Stopp. Polizei Hauptquartier, ne? Schmuggelware abgeben. Also, bis gleich. So, willkommen im Polizeihauptquartier oder im Lager. So, theoretisch sollten wir ja nur zwei Dinge mit haben und das sollte nicht allzu viel Geld geben. Aber. Kann ich bei ihm irgendwie? Nee. Na gut. Zack, wieder rein. Okay, und los geht's. Oh. Und wir sehen uns an der Grenze wieder. Ja, ich weiß nicht. Es waren ganz schön viele Schnitte heute. Ganz schön viele Schneiden, reinschneiden, rausschneiden heute, die ganzen Fahrten. Ich weiß auch nicht, wie ich das in Zukunft machen soll. Vielleicht schneide ich so eine Fahrt zum Polizeihauptquartier auch raus. Die Schießereien lasse ich drin, aber sowas eben nur abgeben, das finde ich im Grunde rausschneiden. Ne? Ich muss mal in die Kommentare schneiden, wie ich das in Zukunft machen soll. Aber wir sehen uns erstmal an der Grenze wieder. Bis gleich. So, alles klar, wir sind wieder an meiner Lieblingsgrenze. Das Inventar ist leider nur irgendwie so voll. Nein, das werden wir schon an irgendjemanden verkaufen können. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal schlafen. So viel Geld. Wir könnten einen Mann upgraden, aber ich bräuchte wahrscheinlich erstmal ein schnelleres Fahrzeug oder eine andere Waffe. Aber wir schauen erstmal, was der heutige Tag noch ist. Die Ausdauer wurde nicht komplett regeneriert. Ein wunderbarer Tag. Ja. So. Hat sich irgendwas geändert? Nein. Gut, Freunde. Dann machen wir aber morgen genau hier weiter. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Also dann bis morgen. Ciao, ciao.